Jeder, der sein Fahrrad wirklich gern hat und eine langlebende Kette haben will, verwendet ausschließlich Kettenöl. Oder sind Kettensprays doch besser als ihr Ruf? Wir werfen mit dem Video mal einen genaueren Blick auf Kettenspray und Kettenöl und machen uns Gedanken, ob und warum das ein oder das andere für einen von euch da draußen vielleicht die bessere Wahl sein könnte. An der Stelle ein kurzer Disclaimer, beide Produkte wurden mir von Sonax kostenfrei zur Verfügung gestellt. Allerdings gilt alles, was in dem Video gesagt wird, natürlich auch für Öle und Sprays anderer Hersteller. Ihr könnt natürlich Produkte kaufen und selbst verwenden, was immer ihr wollt. Jeder hat gerade beim Kettenöl seine Lieblingsprodukte, von denen er der Meinung ist, das ist super und das ist noch besser und das ist sowieso das Allerbesteste. Kauft, was ihr wollt. Wenn ihr Interesse habt an den Produkten, die in dem Video vorgestellt werden, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link oder mehrere Affiliate-Links von Amazon. Ich bekomme von Sonax nichts. Ich stehe in keinerlei sonstigen irgendein Verhältnis zu der Firma. Die haben mir diese Dinger gratis zur Verfügung gestellt. That's it. Den einzigen Revenue, den ich daraus ziehe, ist, wenn ihr unten rauf geht und auf die Amazon-Links klickt und euch bei Amazon was kauft. Dafür sage ich Danke. Und insofern muss ich sagen, dieses Video ist sponsored by you. Richtig. Danke dafür, dass ihr auf die Affiliate-Links klickt, etwas kauft und Videos wie dieses Jahr möglich macht, weil auch wenn Sonax die Produkte gratis zur Verfügung stellt, heißt es noch lange, dass das ganze restliche Video auch gratis war. Nicht gratis, aber umsonst hoffentlich auch nicht. Um diesen Dingen wirklich auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, gibt es Vorteile, gibt es Nachteile und welche und warum? Genau dafür haben wir natürlich unseren fachchinesischen Profi an Land gezogen, der sich jetzt einmal kurz zu Wort melden wird und uns einmal erklärt, was ist was und was ist was, warum. Ist ja gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil das kann sich kein Mensch merken. Also ich tue mal so, wenn man das auswendig vortragen würde. Tribologie befasst sich mit der wissenschaftlichen Beschreibung von Reibung. Hat nichts mit irgendwelchen wilden Trieben zu tun oder sonst irgendwas. Das schreibt man, wie man schreibt, was jetzt. Aber auch mit der Messung von Reibungskoeffizienten. Okay, ich habe nachgeschaut, wir blenden das kurz ein, das schreibt man ohne I. Ja, also Tri wie Drei und Pologie wie... Pologie! Weiter im Text. Und mit dem Verschleiß und der erforderlichen Schmierung zwischen aufeinander einwirkenden, in Relativbewegung befindlichen Oberflächen. Das merkt sich kein Mensch auswendig. Tribologie. Zwei Dinge reiben gegeneinander. Tribologie, Kurzversion. So, unser tribologisches System beschränkt sich heute auf Kette, Kettenblatt, Kassette, alles, was irgendwie ausschaut wie Zahnräder im entferntesten Sinn. Und Kettenspray und Kettenöl. Das tribologische System, also wenn wir heute schon überhaupt nichts gelernt haben, das haben wir gelernt, ne? Haben wir auch schon was gelernt. Anwendung! Ein Spray ist viel dünnflüssiger wie ein Öl. Ein Spray kann daher auch in kleinere Ritzen schneller eindringen. Diese Durchdringungsrate oder dieses Kriechverhalten, wie der Fachmann sagt, ist daher bei Sprays grundsätzlich größer wie bei dickflüssigen Ölen. Das ist halt so. Muss man dickflüssigere Öle manchmal über die ganze Nacht oder zumindest stundenlang auf die Kette einwirken lassen? Das ist jetzt kein Einwirken wie bei irgendeiner Hautcreme, weil die Kette einzieht und eh nichts. Da geht es nur darum, dass das Öl in diese dünne Spalte der Kette reinkriechen kann, bis in den Bolzen hinein. Weil wir wollen den Bolzen schmieren. Wir wollen nicht die ganze Kette schmieren, in Wirklichkeit. Wir wollen nur den Bolzen schmieren, der das Röllchen hält, das wiederum auf der Kassette oder auf dem Zahnkranz vorne herumeiern muss den ganzen Tag und dabei Reibung und Hitze ausgesetzt ist. Die Röllchen in der Kette wollen wir schmieren, die Bolzen in der Kette wollen wir schmieren. Und deshalb muss das Öl hineinkriechen können. Und Öle können halt schlecht hineinkriechen und deshalb muss man länger warten, bis sie hineingekrochen sind. Und deswegen sagt immer jeder, lasst die Öle einmal ein paar Stunden oder über Nacht stehen und wischt es nächsten Tag ab. Sprays dagegen haben ein viel besseres Kriechverhalten, die sind viel dünnflüssiger. Die kriegen viel schneller irgendwo hin, weil sie auch dünnflüssiger sind. Weil sie aber auch dünnflüssiger sind, muss man bei der Anwendung einiges beachten. Bevor wir uns zu sehr in der Theorie verlieren, werden wir auf die praktische Anwendung übergehen. Ich bin ja bekannterweise der pure Praktiker. Ich muss jetzt auf die andere Seite des Fahrrades wechseln, aus einfachen Gründen, weil auf der Seite ist die Kette. Das Wichtigste vorab, das wird einmal jedem klar sein, bevor ich
Der wichtigste Punkt, bevor wir überhaupt zum Sprayen und zum Ölen und zum Spritzen und zum überhaupt, bevor wir mit irgendwas anfangen. Bevor ich überhaupt Raketen anfange oder daran nachdenke, dass ich sie ölen könnten wollen würde, muss ich. Eine Kette darf nur geölt werden, egal womit sie geölt wird. Eine Kette darf nur geölt werden, wenn sie sauber ist. Richtig. Bevor ich eine Kette öle, muss sie sauber sein. Sauber und trocken. Das heißt, ich muss sie reinigen und ich muss sie auch trocken legen. Am einfachsten säubere ich eine Kette, entweder indem ich es beim Radlwaschen einfach mitwasche. Grundsätzlich reicht es, ein Tuch mit Kettenreiniger damit zu tränken oder zu beträufeln quasi und damit die Kette abzuziehen. Ich brauche keine Kettenbäder oder sonstige Massaker veranstalten, wo ich die gesamte Kette entöle. Fertig. Ich brauche nicht die Kette ausbauen, ich brauche da keinen, dass ich welchen Exorzismus betreiben. Einfach nur abwischen, Ende. Mehr braucht man nicht. Da spart sich das. Einfach mit einem Kettenreiniger getränkten Fetzen die Kette abwischen und fertig. Wirklich. Egal, was irgendein Hersteller da draußen versprechen möge, reinigen und ölen im gleichen Arbeitsgang geht nicht und macht keinen Sinn. Zuerst reinigen und erst, wenn die Kette sauber ist, dann ölen. Moment! Wo ist mein Kaffee? Wenn man jetzt ein biologisches Bio-Bike hat, dann kann man gerne die Kette nach hinten. Das geht halt beim E-Mountainbike ein bisschen weniger, beziehungsweise gar nicht. Was bei normalen Bio-Bikes vollkommen normal ist, nämlich das Retourdrehen der Kette quasi, brauche ich bei E-Bikes irgendwelche Helferleins. Man muss die Kurbel mit dem vorderen Zahnkranz, dem vorderen Kettenblatt vereinen, fesseln quasi die zwei aneinander, ob es wohin oder nicht. Also entweder habe ich da so spezial angefertigte Helferleins oder ich nehme einen Kabelbinder oder auch nur ein Schnürler, Schurchbandel, irgendwas und fixiere quasi die vordere Kurbel. Also von hinten gibt es eh keine Kurbeln. Wenn man die dann gefesselt hat, kann man reibungslos, Reibung gibt es schon, ist ja ein tribologisches System. Aber dann kann man problemlos das gleiche machen wie bei einem Biobike auch. Wir lassen das jetzt zu Demonstrationszwecken daher gefesselt, um weiterhin ordentlich drehen zu können. Das macht dann das Leben ein bisschen einfacher, sowohl beim Reinigen der Kette als auch beim Ölen der Kette. So, Anwendung. Wo waren wir stehen geblieben? Anwendung. Die Anwendung eines Kettenöles ist denkbar einfach. Man öffnet die Flasche und appliziert tröpfchenweise auf jedes Röllchen der Kette ein Tröpfchen Öl. Der eine oder andere mag jetzt sagen, Moment, eine Kette schmiert man auf der Innenseite. Ich sage, es ist vollkommen wurscht, was das Öl hingibst. Wo jetzt auf das Röllchen, das sie ohnehin dreht, das Öl drauf gibt, ist wurscht, weil das Röllchen dreht sich sowieso. Punkt 2, ich will nicht nur das Röllchen ölen, sondern den Bolzen, der im Röllchen drehen ist. Auch der dreht sich. Auch dem ist wurscht, von wo er das Öl initial bekommt. Wenn es von oben reinträufelt, dann rinnt es sowieso durch. Kernaussage, es ist wurscht, ob ich da oben pro Röllchen drauf träufle oder ob ich unten pro Röllchen drauf träufle, das ist inhaltlich vollkommen wurscht. Für die Kette, für die Ölung. Jetzt wird's lustig, weil beim Spray muss man aufpassen. Wie der Name sagt, ist so ein Spray ziemlich sprayig. Das heißt, er verteilt sich in der Gegend mit seinen Aerosolen, ist viel dünnflüssiger wie Öl und hat dadurch auch eine bessere Kriechfähigkeit. Er muss weniger einwirken, er muss gar nicht einwirken. Man spritzt ihn drauf und der kreuzt sofort in die ganzen Ritzen rein. Die alte Meere oder die alte Geschichte, die sich ja verbreitet ist, dass Kettensprays ganz schlecht sind, weil man sich da immer die Bremsbeläge und die Bremsscheiben voll sprüht. Also grundsätzlich kann ich mir mit einem Kettenöl auch die Bremsbeläge und die Bremsscheibe versauen, wenn ich extrem Botschaft bin und in der Gegend herumspritze, das ist schon klar. Ich muss natürlich bei einem Spray dieses sogenannte Overspraying, also dass ich das alles in der Gegend verteile, das muss ich beachten und beziehungsweise darf ich erst gar nicht aufkommen lassen, beziehungsweise muss ich verhindern, damit eben nicht alles. Um den Overspray, also das Verteilen von den ganzen Aerosolen in der Gegend, zu verhindern, reicht ein normaler Fetzen, ein normales Tuch. Ich brauche keinerlei Spezialausrüstung, ich brauche nicht irgendwelche Cover für die Bremsscheiben oder sonst irgendwas. Wenn man es braucht, wenn man es will, ja okay. Wirklich in echt brauchen, ein Fetzen reicht, mehr braucht man nicht. Es gibt Hersteller, so wie der hier, die haben so, wie heißt denn das da, so Dosierungshilfen quasi, wo ich sehr klein und mit Gefühl, aber auch mit, wie soll ich sagen, man braucht da nicht in der Gegend herumspritzen und was ich was alles vollkleckern. Man kann das sehr fein dosieren, machen wir es kurz. Ne? Wie man schon sieht, ich halte aber ein Tuch dagegen, darunter
dahinter. Ich will mir nämlich nicht irrtümlich mit dem Spray, der ja doch irgendwo hinspritzt, ist ja ein Spray, die Felge bekleckern, den Reifen bekleckern und schon gar nicht die Bremsscheibe bekleckern. Damit ich nicht irgendwas bekleckere, was ich nicht bekleckern will, halte ich mir dahinter, darunter ein Fetzerl hin, wo im schlimmsten Fall alles ins Fetzerl reingeht, aber nicht auf die Bremsscheibe, auf die Felge, auf den Reifen oder sonst wohin. Auch hier ist es vollkommen egal, ob ich von oben oder von unten eine spritze. Apropos, mit den Döschen kann man auch Kopf überspritzen. Aber es ist vollkommen egal, ob ich oben oder unten reinspritze, weil das Öl ohnehin seine Kriechfähigkeit unter Beweis stellen wird und überall reinkriecht in die Ritzen der Kette. Die Einwirkzeit ist natürlich beim Spray deutlich geringer. Schon allein deswegen, weil er viel flüssiger ist, viel leichter in Ritzen reinkriecht. Die Kriechfähigkeit ist quasi viel höher. Ich kann in der Regel das draufsprühen, einen Kaffee trinken gehen, einmal drüber wischen, fertig und wir gehen Rall fahren. Wesentlich ist allerdings, dass man das Verteilen des Öles fördert, indem man, nachdem man auf jedes einzelne Röllchen tröpfchenweise Öl appliziert hat, die Kette ein paar Mal durchlaufen lässt. Dadurch werden die Röllchen bewegt, dadurch werden die Bolzen bewegt, dadurch kann das Öl leichter in die Ritzen eindringen, seine Kriechfähigkeit quasi zeigen und da drinnen das machen, was es machen soll. Am Ende des Ganzen, meistens am nächsten Tag oder nach einigen Stunden oder wann auch immer, auf jeden Fall dann, wenn halt diese Kriechfähigkeit bewiesen wurde und die Einwirkzeit zu Ende ist, nehme ich einen Lappen und wische meine Kette oberflächlich wieder ölfrei. Ich will kein Öl auf der Kette außen drauf haben, das zieht mir nur Dreck an. Ich will nur Öl innen auf den Röllchen und innen auf den Bolzen haben, sonst nirgends. Bei einer glücklichen Kette kann ich mit den Fingern drüber fahren. Sie fühlt sich leicht ölig an, aber die Finger sind danach nicht schwarz, sie sind nicht dreckig. Die bleiben sauber, weil ich eine saubere Kette habe, die nur geölt wurde. Dreckige Ketten wollen wir nicht ölen. Nur saubere Ketten mit ein paar Tropfen Öl sind glückliche Ketten. Beim Verbrauch bzw. beim Verschwenden sind die zwei natürlich unterschiedlich. Ein Spray wird immer mehr brauchen. Außer ich passe natürlich auf und bin sehr vorsichtig. Wenn man den Spray auf die Art gezielt auftragt, dann habe ich auch beim Spray eine sehr große, wie soll ich sagen, Wirkungsgrad, Effektivität, Übertragungsrate. Also dann geht wenig verloren. Wenn ich den Spray nur hernehme und über die Ketten drüber spritze, na klar, dann wird die Spraydose schneller leer sein wie so ein Ölfläschchen. Die Dosierbarkeit ist bei dem Spray, naja, jetzt kommt es darauf an. Es gibt Sprays, die haben riesengroße Sprühköpfe und du spritzt in der Gegend um und um. Es gibt aber auch Sprays, die haben so wie hier so Dosierdinger. Da kann man wirklich fast schon tröpfchenweise Kettenglied für Kettenglied das drauf geben. Insofern ist die Dosierbarkeit beim Spray identisch mit dem vom Öl. Aber wenn ich dann doch aus irgendeinem Grund großflächiger arbeiten will, kann ich das beim Spray. Beim Öl muss ich punktuell arbeiten, mit großflächig ist da nichts. Wie wir wissen, dünnflüssigere Sprays kriechen schneller in die Ritzen hinein. Was hat das für Vorteile? Es geht schneller. Was hat das für Nachteile? Richtig. Alles, was schneller reingeht, ist vermutlich auch schneller wieder weg. Das heißt, die Langlebigkeit von Sprays ist gegenüber von dickflüssigen Ölen ein bisschen geringer. Das heißt, ich werde vermutlich, kommt natürlich auch auf das jeweilige Produkt an, aber vermutlich, wenn Spray öfters ein bisschen nachsprühen müssen, wo ich beim Öl nicht nachsprühen muss. Also beim Öl muss ich sowieso nicht sprühen, aber nicht nach. Das dickflüssigere Zeug bleibt einfach länger drauf und verpickt man die ganze Kette. Das dünnflüssigere Zeug bleibt weniger lang drauf und verpickt man im besten Fall nicht die ganze Kette. Kurzversion. Das bleibt am Ende nur mal so eine Art schlaues Fazit, oder? Was sind jetzt die abschließenden Erkenntnisse und letzten Worte? Wenn man nur seine Kette ölen will oder ein Mittel sucht, mit dem man wirklich nur die Kette ölt und es tröpfchenweise von Glied zu Glied aufträgt, dann ist das Kettenöl wahrscheinlich die bessere Wahl. Wenn man aber auch ein Schmiermittel sucht, das Wasser verträgt und das man auch in anderen Bereichen am Fahrrad einsetzen kann oder auch großflächig einsetzen kann, dann ist der Spray die bessere Wahl. Gleichzeitig muss man aber auch klar sein, welche Vorteile der Spray bei der Kriechfähigkeit hat und welche Nachteile er hat bei der Haltbarkeit im System. Und das Gleiche gilt auch fürs Öl. Eine eindeutige Aussage, das ist gut für den und das ist schlecht für den, gibt es nicht. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er in seinem, wie soll ich sagen, täglichen Handhabungsumfeld mit diesem mechanischen Teil da glücklich Herr wird mit einem Spray oder glücklich Herr wird
mit Tropfen Öl auf der Kette. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis bleibt auch mir nichts anderes mehr, als richtig mich zu verabschieden. Aus meiner Sicht sind wir fertig. Wir können wieder zurückgeben ins Funkhaus. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke fürs Wiederzuschauen, danke fürs wieder mit dabei sein. Ich hoffe, der eine oder andere, oder die eine oder andere, oder vielleicht sogar du, hat irgendwas dabei gelernt? Würde mich freuen, wenn es so wäre, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt zu ihr. Verwendet den Kettenspray oder das Kettenöl, das für eure Anwendung, euren Anwendungszweck und eure, wie soll ich sagen, für eure individuelle Situation auch das beste Mittel der Wahl darstellt und eure tribologischen Anforderungen erfüllt. Tschüss, Baba und ciao. Die Ketten ist geschmiert jetzt, das glaubst, gibt's das. Die bestgeschmierteste Kette von Tobias Kansas ist das jetzt. Die glücklichste Kette von Tobias Kansas. Warte, den Kettenfesselungsautomaten nehmen wir noch runter. That's it. Mehr ist nicht.